Wir sehen uns als Teil dieser Stadt. Wir sind Dresden, wir gehören zur Stadt und unsere Leidenschaft ist es, für die Menschen ein Segen zu sein. Menschen zu dienen, Menschen zu segnen, ihnen Gutes zu tun, von dem, was wir selbst empfangen. Und da wir uns von Spenden finanzieren, haben wir nochmal mehr auch Menschen mit dafür gewinnen können, die über das, was sonst von öffentlichen Geldern finanziert wird, Teil dieser Bewegung sind in Dresden und es somit ermöglichen, dass Menschen Hilfe zuteil wird, die vielleicht sonst von staatlicher Seite nicht finanziert werden kann, weil die öffentlichen Gelder sehr knapp sind. Und so sehen wir uns in dem breiten Spektrum in Dresden an vielen Hilfen, die es gibt, auch im öffentlichen Bereich, freie Träger und öffentliche Träger, sehen wir uns als freier Träger der Jugendhilfe in der Landeshauptstadt, als eine Bewegung, ein sozialer Verein, der versucht, mitzuhelfen, Menschen zu dienen und Menschen zu segnen. Too many thoughts run through my head. Take my mind off what I promised you to thank you, Lord. Staring motionless at you, my heart's a prisoner of problems that still capture me. But I know you can set me free. Yeah, I hope you will set me free. Ich kann es nur schlicht und ergreifend mit dem Wort Dankbarkeit überschreiben. War für mich auch das so ein Stück dieses Motto dieses Geburtstages: dankbarer Rückblick, mutiger Ausblick. Und ich kann nur sagen: Danke Gott für 20 Jahre Stoffwechsel, die du ermöglicht hast. Und es ist ein Glaubenswerk, es ist Gottes Werk, Stoffwechsel. Sabine durfte das beginnen und wir dürfen es weiterführen. Sie hat mir den Staffelstab weitergegeben als Leiter. Und Gott hat auch Dinge in mein Herz gegeben, auch diese Leidenschaft und diese Sehnsucht für diesen Stoffwechsel im Herzen. Und der verbindet uns als ganzes Team, dass wir sagen wollen, das sind die Wurzeln von Stoffwechsel. Und dafür sind wir unendlich dankbar, für das, was in 20 Jahren geschehen ist. 20 Jahre, keine roten Zahlen, 20 Jahre konnten wir die Arbeit finanzieren. Es war oft herausfordernd und ich habe jetzt herausgefunden, wie Gott handelt, nämlich spätestens pünktlich. Und in all den Stürmen, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, können wir wirklich sagen, war Gott für uns dieser Anker, dieser Halt, der uns auch in diesen Stürmen gehalten hat, dass wir sozusagen nicht untergegangen sind. Und es gab Zeiten, da hat man das Gefühl gehabt, ich glaube, wir gehen unter. Und steht das Wasser schon leicht über denen. Auf einer Benefizveranstaltung für Stoffwechsel hat mich mal ein Unternehmer gefragt, der hier eine große Firma hat in Dresden. Sagen Sie mal, Herr Knaute, was ist denn eigentlich Ihr Erfolgsrezept? Da dachte ich, okay, der Unternehmer will hinter alles steigen und das herausfinden, weil es ist ja nicht schlecht, wenn man auch für die Firma sich Impulse holen kann. Und dann dachte ich so, also ich habe sofort ein Wort innerlich gehabt. Also ein Wort. Da habe ich erst ein bisschen erzählt, so, wie wir unsere Arbeit auch finanzieren, wie wir leben und so weiter. Dass wir auch von Spenden finanzieren und immer wieder auch Gott vertrauen und so. Und ich sage, wenn Sie mich jetzt fragen würden nach diesem einen Wort, was dieses Erfolgsgeheimnis oder das Erfolgsrezept unserer Arbeit ist, dann ist es Gott vertrauen. Okay. Das nehme ich Ihnen ab. The end you show is better than anything I know. It's better than anything I know.
Ich habe Sabine im Januar 1993 kennengelernt, in einer Zeit, in der ich selber in so einem inneren Aufbruch war, wo Gott mein Herz nochmal ganz neu berührt hat mit seiner Liebe, wenn ich gespürt habe, dass Gott mehr vorhat als das, was ich damals getan habe, Versicherungen verkauft. Und in diese Zeit des Fragens, was könnte das sein, was Gott mit meinem Leben vorhat, traf ich Sabine, die mit dieser Vision nach Dresden kam, in der Neustadt eine Arbeit zu starten und Menschen, die da lebten und die ja oft sehr hoffnungslos auch im Leben standen, denen eine Perspektive zu geben und diese Liebe Gottes in die Stadt hineinzubringen. Und das hat mich begeistert und da habe ich gesagt, Sabine, da will ich mitmachen, da will ich dabei sein. Und das war der Beginn eines Stoffwechsels auch in meinem Leben, dass ich plötzlich diesen Stoff, der in mir lebte, Jesus, auch in diesem Dienststoffwechsel ausleben konnte und das, was in mir lebte, Menschen bringen durfte. Und das hat Spuren gezogen, es hat mein Leben verändert, grundlegend bis zum heutigen Tag, wie ich es nie geahnt hätte. Und definitiv kann ich echt sagen, wenn mir das mal einer gesagt hätte vor vielen Jahren, hey Ralf, irgendwann wird Stoffwechsel das sein, was Stoffwechsel heute ist und du wirst der Leiter sein, da hätte ich gesagt, du hast definitiv einen Vogel, das geht gar nicht, weil ich A, nicht ein Leitertyp bin und B, geht das gar nicht. Also maximal so ein Eckladen, okay, aber eine Arbeit in im Moment 4 verschiedenen Stadtteilen mit 10 verschiedenen Projekten, in der Größe mit so vielen tollen Mitarbeitern, 25 hauptamtlichen Mitarbeitern, so vielen tollen Praktikanten, 25 jedes Jahr, eine neue Truppe, bin einfach begeistert und so vielen ganz treuen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die diese Arbeit möglich machen und natürlich viele, viele Freunde, Spender, Beter, die uns treu zur Seite stehen und die das unterstützen, die an diese Vision glauben, die dahinter stehen, hätte ich gesagt, das geht definitiv nie. Wie soll das funktionieren? Von Spenden finanziert, so eine Arbeit. Und jetzt schaue ich zurück auf 20 Jahre, natürlich persönliche Geschichte, aber auch natürlich Geschichte, die Stoffwechsel heißt und die lebt. Ich bin durch den Stoffwechsel-Café durch die Tür im zarten Alter von 10 Jahren gegangen. Das war 1999. Und was hat Stoffwechsel in deinem Leben für eine Spur hinterlassen? Sehr lange. Also ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde ohne Stoffwechsel. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht so richtig ausmalen. Das, was ich im Stoffwechsel erlebt habe, das waren die Sachen, die du eigentlich jetzt die ganze Zeit gut präsentiert hast. Sabine Ball, Gott ist Liebe. Die Liebe wurde erfahrbar im Stoffwechsel für mich. Also wenn ich zurückblicke, in was für ein Elternhaus ich aufgewachsen bin, möchte ich sagen, dass das Stoffwechsel für mich schon ein guter Ersatz von mir geworden ist. Und von daher für mich so ein gewisses Fundament aufbauen konnte, um natürlich die nächsten Jahre und die nächsten Lebensabschnitte zu meistern. Zu oft so das Bild in der Gesellschaft, ein Mensch zu sagen, hoffnungsloser Fall. Und sagen, nee, das ist nicht so. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall. Wir glauben daran, dass durch die Liebe Gottes ein Stoffwechsel im Herzen geschehen kann, im Innersten des Menschen, dass dieses gebrochene, nicht geliebte, verletzte Herz plötzlich durchflutet wird mit der Liebe Gottes und das Herz anfängt neu zum Leben zu kommen und plötzlich dieser neue Stoff, diese Liebe von Gott und diese Werte hineinkommen und plötzlich anfangen, neu zum Leben zu kommen und aufzublühen. Und das ist unsere Leidenschaft. So hat Stoffwechsel begonnen, so hat Sabine angefangen, hat diesen Grundimpuls hineingegeben und war die Frau, die angefangen hat, diesen ersten Schritt aufs Wasser zu gehen. Und das ist das, was bis heute unverändert unsere Leidenschaft ist. Stoffwechsel im Herzen.